In diesem Video umfahren wir Agadir weiträumig. Spiele ich am Strand Fußball? Besuchen wir den Susmasa Nationalpark? Fliegt ein Drachenflieger über die Moschee? Gibt es ein sehr leckeres Frühstück? Dreckige Fahrzeuge? Und die roten Felsen vom Lagezira Beach? Und spiele ich noch einmal Fußball? Auf dem Weg zwischen dem Paradise Valley und Agadir, und wie überall in Marokko werden Straßen gebaut. Das bedeutet quasi eine kleine ungeplante Offroad-Tour. Unsere Route führt uns an Agadir vorbei in Richtung Mir Left über Lekzira nach Sidi Ifni. Einmal werden am Stadtrand von Agadir die Vorräte aufgefüllt. Unser heutiges Ziel ist der Campingplatz Takat im Bereich Sidi Bibi. Wie ihr seht, gibt es hier sogar unerwartete Dienstleistungen am Platz. Am nächsten Tag geht es die Stichstraße vom Campingplatz nochmal zum Beach runter. Mal gucken, wie es da aussieht. Und ja, da ergibt sich die Gelegenheit, direkt mal ein bisschen Fußball zu spielen mit der örtlichen Jugend. Ja, Andreas sucht verzweifelt Empfang. Als Zwischenziel haben wir uns den Susmasa Nationalpark ausgesucht. Da bin ich schon ganz schön gespannt drauf. Hier soll es eine Menge Vögel geben eigentlich. Ihr seht es, auf unserer Wanderung haben wir dann schon ein paar Vögel gesehen, aber ein bisschen enttäuschend finde ich das schon, weil ich dachte, es gibt hier deutlich mehr. Ich kann nur vermuten, dass es dann doch auch an der Trockenheit liegt. So, der Andreas rettet jetzt unser Leben. Seil wird kalt. Hoffentlich kommt da Wasser raus. Es plätschert. Ich höre es plätschern. Also, jetzt reißt es. Nee. Ist so weit? Ja, ja, sie schwimmen die ganze Zeit. Eimer ist dermaßen schön. Ah, guck mal, ein Eimer. Sauber ist das Wasser. Sieht gut aus. Weiter geht die Fahrt. Meist über ziemlich enge Straßen, aber ist ja kaum Verkehr.
die allerdings auch ziemlich vom Sande verweht sind, in Richtung Mirleft. Klar, hier oberhalb der Moschee dürfen wir nicht übernachten. Das ist eigentlich schade, weil das wäre ein optimaler Ort. Aber wir nutzen die Gelegenheit und gehen mit den Hunden erstmal am Strand ein bisschen spazieren, genießen die Atmosphäre von diesem netten Ort und suchen dann anschließend etwas außerhalb des Ortes einen Campingplatz auf. So, Männerhaushalt Teil 1. Ne? Wir haben heute Abend was Leckeres gemacht. Glaube ich jedenfalls. Ey, wir haben eine riesen Salatschüssel. Wenn ihr wüsstet, was alles drin ist. Alles Mögliche halt. Lecker. Und hier, Brot. Und geangelt haben wir auch. Ja, dann gibt es noch Sardinen, Sardellen, keine Ahnung. Irgend sowas halt. Ja, dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Ja, und diesen Stellplatz hier, diesen Campingplatz, den kann ich euch mal als kleinen Geheimtipp empfehlen. Der sieht, wie ihr hier seht, vielleicht noch ein bisschen steril aus, weil der einfach nagelneu ist. Ihr habt richtig viel Platz und der wird jetzt gerade noch weiter angelegt und hier wird sogar angepflanzt, wenn die Pflanzen mal ein bisschen höher wachsen. Die werden natürlich gewässert, sonst würde das überhaupt nicht funktionieren hier. Dann wird das hier ein richtig schöner Platz. Der liegt oberhalb des Meeres, ist in Terrassen angelegt. Und hier vielleicht einen Kilometer außerhalb des Ortes. Also mit dem Fahrrad ist schon nicht schlecht, dahin zu fahren oder so. Aber ansonsten einfach toll gelegen. Da kann man schon was machen. Und warme Duschen gibt es. Oh, fantastisch warm. Alles neu halt, ne? Alles neu gekachelt. Wunderbar. Und ihr seht, man gibt sich hier richtig Mühe. Pflanzen sind jetzt gerade neu eingepflanzt. Und das wird schön hier, wenn das ein bisschen gewachsen ist. Und ihr habt sogar hier auch oberhalb noch einen richtigen Pool. In dem war jetzt natürlich nicht drin. Ist noch ein bisschen zu kalt vielleicht. Und ansonsten ist der Weg hier geschottert. Unten die Anfahrt ist super befahrbar, kein Problem. Und hier ist der Poolbereich. Wow, richtig großzügig angelegt. Und hier ist ein Kinderpool. Und dahinter ist dann der Erwachsenenpool. Ja, wir haben jetzt Anfang März 2024. Wenn ihr, sagen wir mal, 2027 hier hinkommt, da bin ich mal auf eure Rückmeldung gespannt, wie das hier so aussieht. Ob das vielleicht dann noch besser aussieht, ob es schon abgegammelt ist. Also auf jeden Fall im Moment alles neu, wunderbar. Und ihr seht, hinten ist der Ort mit der Küste. So, und wenn wir schon einen Männerhaushalt machen, ne, dann machen wir das auch richtig. Zum Frühstück gibt es hier Frühlingszwiebeln, Pilze, alles frisch vom Markt, Eier, also Rühreier vom Feinsten. Ich weiß gar nicht, was der Andreas so ohne seinen Kaffee machen würde. Ne? Er braucht das ganz dringend. Ich finde das aber eine gute Einrichtung. Ne? Gibt immer eine schöne Pause an skurrilen Orten.
das kann ich mir gut vorstellen. Mit den Fahrzeugen in der Wüste, das gibt bestimmt einen Riesenspaß. Und den hatten die offensichtlich ja auch schon. Aus dem Fenster sehe ich diesen Felsen. Och, da müssen wir doch noch mal kurz anhalten, oder? Andreas, der Verrückte. Andreas, was ist das? Kameldornbaum. Camelthorn nennt sich das. Monster. Monsterdorn. Aus Südafrika verbreitet. Wow. Unser nächstes Ziel ist Lekzira Beach. Das ist ein wunderbarer Strand mit einer berühmten Felsformation, die ihr gleich sehen werdet. Für die Hunde mal ein bisschen laufen, das ist ja cool. Ihr seht, hier ist fast nichts los, also von daher ein bisschen Hundefreiheit. Und das ist ja auch nach der ganzen Fahrerei auch mal zwingend notwendig, aber schaut euch das hier an, wie hammergeil. Wow. So toll. Da hinten sind eine Menge Quads am Start und Fahrgleiter haben offensichtlich optimale Bedingungen hier. Ist jetzt ein bisschen Gegenlicht, aber vielleicht sehen wir nachher noch ein paar andere Aufnahmen. Schauen wir mal. Boah, was für ein Traumstrand. Wow. Wie geil ist das denn? So, muss man eigentlich noch separat erwähnen, dass am schönsten Strand Marokkos natürlich eine Müllhalde ist. Das ist natürlich vollkommen klar, darf ja gar nicht fehlen. Ne? Und die Hunde haben Spaß. Ihr seht es, hier gibt es eine ganze Menge Freizeitaktivitäten, Kamelreiten, einfach nur Wandern am Strand zum Felsen oder auch Drachenfliegen, Quadfahren, all das ist hier möglich. Während der Kaffeepause bietet sich natürlich mal wieder an, ein bisschen Fußball zu spielen. Die Jungs sind aber mal deutlich besser als ich. Nächster Stop ist Sidi Ifni, der örtliche Campingplatz. Puh, das gefällt uns eigentlich nicht so ganz besonders und hier riecht es auch nicht wirklich angenehm. Wer weiß, was da ins Meer abfließt. Ich möchte es lieber nicht wissen, aber wir machen auch noch nette Bekanntschaften. So, das ist also der Standplatz für diese Nacht. Direkt am Meer quasi.
Aber der Platz an sich, boah, semi-romantisch. Stinkt auch ein bisschen nach Müllverbrennung oder sowas, man weiß es nicht so genau. Aber für diese Nacht wird das ausreichen. Andreas hat sich da vorne hin verzogen mit dem Carsten. Boah, wird schon klappen. So, die Stadt ist da oben. Genau. Prost! So we meet some nice Irish people living in Spain and making holiday in Morocco, wherever. Prost! Having Mexican food.